Gadget, der hat eine heiße Spur. Oh, oh. Ja, natürlich, Herr Inspektor Gadget. Das ist doch ganz klar, Inspektor Gadget hat eine heiße Spur. Oh, oh. Weiß auch, wer es war, Inspektor Gadget. Das ist doch ganz klar. Ja, ja, bei ihm macht's Klick. Gadget hat den Röntgenblick. Gadget hat Mut. Kein Wunder mit ihm. Schreckt vor nichts zurück. Inspektor Gadget ist ein tolles Stück. Oh, oh. Er ist ganz enorm. Inspektor Gadget ist in super Form. Ja, ja, jetzt macht's Klick. Ab und zu kommt's auch ganz dick. Gadget geht ran. Zeigt euch, was er kann. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget. Wer hat eine heiße Spur? Oh, oh. Ja, natürlich, er, Inspektor Gadget. Go, Gadget, du Pflanze! Go, go, Gadget, du Pflanze! Man muss sich nur zu helfen wissen und den richtigen Trick kennen. Das erleichtert das Leben ungemein. Mein Herr, ich habe alles gesehen. Wenn Sie gegen den Konstrukteur dieses Wagens klagen wollen, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung und werde für Sie aussagen. Wenn Sie erlauben, werde ich Ihnen diese Karte... Ich, Wambini der Kleine, erlaube mir, Ihnen diese Karte für die Zaubervorstellung des berühmten, allseits bekannten Wambini dem Großen anzubieten, der heute Abend im Festsaal stattfindet. Wir würden uns freuen, Sie zu unserer Darbietung begrüßen zu können. Danke, ich bewundere die Magie. Oh, der große Wambini wird sich glücklich schätzen, den berühmten Inspektor Gadget persönlich zu begrüßen. Natürlich als Ehrengast. Aber vielleicht kann ich Ihnen schon einen kleinen Vorgeschmack geben. Abracadabra. Wenn der kleine Wambini schon so ein toller Zauberer ist, bin ich gespannt, wie das erst mit dem großen Wambini sein wird. Was gibt's denn, Onkel Gadget? 3 Eintrittskarten für heute Abend. Der kleine Wambini gab sie mir eben für eine Zaubervorstellung in der städtischen Festhalle. Ist das der, der gerade wegfuhr? Ja, das ist ein netter kleiner Zauberer. Also, ich halte diesen netten kleinen Zauberer für einen Netagenten. Onkel Gadget, wir sollten lieber nicht hingehen. Aber warum denn nicht? Es wird sicher sehr amüsant. Das gefällt mir gar nicht, Vino. Wir müssen Onkel Gadget den ganzen Abend im Auge behalten. Ich habe Inspektor Gadget die Karten überreichen lassen, Dr. Kralle. Ausgezeichnet! Heute Abend schafft ihr ihn beiseite! Großer Wambini, bist du sicher, dass du nichts vergessen hast? Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist alles bestens organisiert. Du sorgst dafür, dass alles klappt. Nichts einfacher als das. Ein Kinderspiel, Dr. Kralle. Ausgezeichnet, aber seht euch vor Gadget vor, der Mann hat auch einige Zaubertricks drauf. Keine Magie kann sich messen mit der des großen Bambi. Dr. Kralle, würden Sie bitte eine Karte ziehen? Doch nicht jetzt, Idiot! Thank you.
Magie mochte ich schon immer, Sophie. Übrigens, ich kenne auch ein paar Kartentricks, siehst du? Ich glaube, das wird eine tolle Vorstellung. Ich habe schon davon in der Zeitung gelesen. Stell dir vor, die beiden Bambinis lassen zwei riesige Geldschränke verschwinden. Ach, in der Nummer hätte ich zu gern eine Rolle übernommen. Du wirst darin eine bekommen, Gadget. Und zwar deine letzte. Heute Abend fällt für dich der letzte Vorhang. Go, go, Gadgetto Schere. Schon besser. Sie sind im Anrollen, Sophie. Die Geldschränke von der Bank. Dein supergeheimes Gadgetophon, Onkel Gadget. Du hast recht. Sind Sie es, Chef? Ja, Chef? Wo sind Sie? Ich bin sofort bei Ihnen, Chef. Sophie, ich bin gleich wieder zurück. Ich kaufe nur etwas Popcorn. Fino, du bleibst hier und passt auf unsere Plätze auf. Ich sehe nach, was los ist. Wo sind Sie, Chef? Ah, da stecken Sie. Also, ich höre, Chef. Schauen Sie in den Kasten unter mir. Komplott geschmiedet, um zwei Geldschränke einer Bank auszuplündern. Stopp. Soll heute Abend während einer Zaubervorstellung stattfinden. Stopp. Man verdächtigt Matt. Stopp. Diese Nachricht zerstört sich selbst. Stopp. Was hab ich gesagt? Kein Problem. Inspektor Gadget ist dafür genau der richtige Mann, Chef. Oh nein! Endlich werde ich Gadget los sein. Und zwar für immer. Habe ich recht, großer Bambini? Mein getreuer Assistent und ich warnen über die Erfüllung Ihrer Wünsche, Dr. Kralle. Gadget und die Geldschränke sind soweit. Ah, Mädgatze, wir erleben gleich einen großen Moment. Heute werde ich das Geld der Bank haben und dazu noch Gadget. Genau wie ich dachte. Ein Mädagent wird versuchen, die Geldschränke auszurauben. Ich bin auf einer heißen Spur. Ich möchte, dass du nach der Vorstellung mit Fino sofort nach Hause gehst. Ihr seid mir da nur im Wege. Klar, Onkel Gadget. Meine Damen und Herren, der große Bambini, der fabelhafteste Magier der Welt, möchte Sie auf das Herzlichste begrüßen. Mit Hilfe meines Assistenten, dem kleinen Bambini, werde ich den Inhalt der beiden Geldschränke auswechseln. Achtung, meine Damen und Herren. Wie Sie feststellen können, ist dieser Geldschrank mit Gold gefüllt. Und dieser hier mit Geldscheinen. Und alles echt, glauben Sie mir. Jetzt möchte ich jemanden aus dem Publikum bitten, mir zu assistieren. Unter unseren Zuschauern befindet sich eine berühmte Persönlichkeit mit langen Armen. Oh, das bin ich, das bin ich. Ich hab mir schon einmal gewünscht, mal zu zaubern. Hab ich ein Glück. Folg ihm, Fino. Es ist besser, du bist bei ihm. Es ist mir eine große Ehre, den berühmten Inspektor Gadget unter uns zu haben. Er beweist, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ich bitte ihn, die Schlüssel zum Geldschrank an sich zu nehmen. Abracadabra! So einfach geht das. Ein toller Trick.
ernst es einem, Dinge verschwinden zu lassen, wenn man sie nicht wieder auftauchen lässt, nicht wahr? Ich verspreche Ihnen nicht zu viel, Inspektor. In einigen Sekunden erleben Sie eine große Überraschung. Oh, wirklich? Ich liebe Überraschungen. Es kann losgehen. Ach, du lieber Gadget. Go, go, Gadget, um Beine. Fino! Da steckt bestimmt ein Metagent hinter, ganz klar. Oh, Gott sei Dank. Halt, das ist ein Agent von Matt. Stehen bleiben, Sie sind verhaftet. Inspektor, die Vorstellung muss weitergehen. Tut mir leid. Geben Sie mir jetzt bitte die Schlüssel wieder. Unglaublich. Wie ist denn das nur möglich? Ach, ich liebe die Magie. Oh nein, das Gold ist weg. Und das Geld ist falsch. Lieber Inspektor, wollen Sie mir bei meiner nächsten Nummer assistieren? Mit größtem Vergnügen. Passen Sie gut auf, meine Damen und Herren. Jetzt werde ich Inspektor Gadget selbst verschwinden lassen. Also, das gefällt mir überhaupt nicht. Fino, los, beeil dich. Lass dir was einfallen. Inspektor, würden Sie bitte in diese Kiste steigen? Oder dort. Gadget ist fort. Das ist doch nicht Onkel Gadget. Lass sie nicht aus den Augen. Onkel Gadget ist noch da drin. Und damit ist unsere Vorstellung beendet. Sie waren ein fabelhaftes Publikum. Fino, hör zu. Lass die Kiste nicht aus den Augen. Sie sind wirklich einmalig. Sie haben das Publikum verschwinden lassen. Meine Magie ist einmalig. Ach, bin ich froh, aus der Kiste raus zu sein. Meine Glieder waren schon ganz steif. Und jetzt biete ich Ihnen eine Vorstellung nur für Sie. Das ist sehr freundlich, aber beeilen Sie sich. Ich bin einer Sache auf der Spur. Treue ergebene Assistenten, schafft unseren berühmten Freund in die Zauberkiste. War's schon wieder? Ja, aber sicher, euer Gnaden. Es riecht aber sehr muffig hier drin. Ha! Das Kätzchen. Was machen Sie hier? Hä? Fang ihn! Oh, ich halte es nicht länger aus. Go, go, Gadgetto Rollschuh! Sie sind verhaftet! Sie sind ein Metagent! Warten Sie, Inspektor! Wir haben Ihnen noch einen Trick zu zeigen! Hörst du mich? Jetzt bist du dran, Fino!
Ich bin hier draußen. Sag mir, was ist los? Los, versuch da rauszukommen. Ich suche nach dem Gold. Was ist das für ein Zaubertrick, großer Bambini? Das ist ein sehr berühmter Trick. Sie werden schon sehen. Mach schon, kleiner Bambini. Lass ihn herunter. Go, go, Gott, du halt. Hier haben sie also das Gold versteckt. Ach, liebe Gottchen, noch ein Mittagessen. Komm, komm, Katja Tomate. Schwachkopf! Er ist äußerst raffiniert, aber wir nehmen ihn uns vor. Aber das ist der letzte Trick. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich bin im Dienst. Es dauert nicht lange. Ich verspreche Ihnen, es ist der letzte Trick. Ah, verstehe. Sie wollen mich zersägen. Finde ich super. Das ist mein Lieblingstrick. Das wäre erledigt. Hey, wo gehen Sie denn hin? Go, go, Gattetto Heiz! Da ist ja schon wieder dieser Metagent. Go, go, Gattetto Arme! Jetzt ist aber Schluss mit dem Quatsch. Ich muss wieder auf die Beine kommen. Ich bin schließlich nicht zu meinem Vergnügen hier. Ich muss einen Metagenten verhaften. Halt! Sie sind verhaftet. Ein Notruf, Chef. Können Sie mich hören? Das Mädchen haut mit dem Gold ab. Hinter ihm her! Das ist ein Metagent! Verhaftet ihn! Go, go, Gattetto Schi! Nein, nein, nicht Gattetto Olscho! Gattetto Schi! Gattetto Schi! Ah. Nun, Gadget, wie steht's? Oh, alles bestens, Chef. Ich bin wieder in Form. Aber wo ist das Gold? Ich weiß nicht, wie Sie das gemacht haben, aber eine gute Arbeit. Alles Magie, Chef. Du hast schon wieder meine Pläne durchkreuzt, Gadget. Aber das nächste Mal ziehst du dich nicht so leicht aus der Affäre. Reparierst du was, Onkel Gadget? Nein, ich wollte nur den Trick mit der Säge ausprobieren, Sophie. Aber Onkel Gadget,
Weißt du denn auch ganz genau, wie man das macht? Denn ich bin ganz sicher, dass man da nicht wirklich sägt. Du hast recht, Sophie. Man sollte diese Zauberkunststücke nicht ausprobieren. Das könnte nämlich sehr gefährlich werden. Aber weißt du was? Ich werde mir meinen eigenen Zaubertrick erfinden. Also wirklich, das ist dein bester Trick, Onkel Gadget. Das ist doch ganz klar, Inspektor Gadget, hab ne heiße Spur, oh, oh. Weiß auch, wer es war, Inspektor Gadget, das ist doch ganz so, ne klar. Ja, ja, jetzt macht's Klick, ab und zu kommt's auch ganz dick. Gadget geht ran, zeigt euch, was er kann. Wer ist wieder da, Inspektor Gadget, wer hat eine heiße Spur? Oh, oh. Ja, natürlich er, Inspektor Gadget.